Hallo Filmfreunde, herzlich willkommen mal wieder hier zurück bei Scovy. Ja, als Kind habe ich so einige Zeichentrickserien gesehen, wo ich gedacht hätte, oh, die sind jetzt nicht unbedingt für Kinder, die waren auch irgendwie verstörend. Und da habe ich schon gedacht, so, what the fuck? Ich so als kleines Kind hatte richtig Schiss manchmal auch davor und war auch so ein bisschen durcheinander, nachdem ich das gesehen habe. Das lag nicht einfach nur an den Handlungen von diesen Serien, sondern auch so von der Zeichenart. Und deshalb reden wir heute einfach mal über richtig schön hässliche Zeichentrickfiguren. Ja, da fallen mir spontan schon so einige ein. Wir fangen mal direkt mit dem ersten Figurenpaar ein, was mir sowieso sofort spontan einfällt. 1997 zum ersten Mal auf MTV gelaufen, Beavis und Butthead. Hackfresse und Arschgesicht. Ne, ohne Spaß, die Übersetzung ist Hackfresse und Arschgesicht. Wer möchte sich eine Hackfresse und ein Arschgesicht im Fernsehen angucken? Mir fehlt wirklich das Verständnis, wie man seine Figuren Hackfresse und Arschgesicht nennen kann. Ich meine, welche Leute sollen sich denn davon angesprochen fühlen? Echte Hackfressen und Arschgesichter oder was? Das ist ja direkt mal eine Beleidigung oder so. Auch für Kinder, welche Kinder wollen denn eine Hackfresse und ein Arschgesicht im Fernsehen sehen? Wer kommt auf so einen Mist und nennt seine Figuren Hackfresse und Arschgesicht? Wer findet das denn sympathisch? Und außerdem ist das ein totaler Kracher gegen all die Metal-Fans, die es da draußen gibt, die richtigen Hardcore-Metal-Fans. Denn Beavis und Butthead sind eben auch Metal-Fans, tragen immer AC/DC-T-Shirts und alles andere mögliche da in die Richtung. Das Problem ist, die heißen ja nicht mal nur so, Beavis und Butthead, Hackfresse und Arschgesicht. Sie sehen auch noch extrem so aus. Also die die Zeichner von denen, die hätten wirklich mal eine fette goldene Himbeere verdient für diesen Zeichentrickstil. Ey, das sieht so aus, als ob das ein Kindergartenkind gezeichnet hätte. Natürlich ist das eine mega Arbeit, weil die auch wirklich jedes einzelne Haar neu gezeichnet haben, sodass alles sehr dynamisch und wackelig aussah. Aber trotzdem, jedes einzelne dieser Bilder, das ist so grausam anzusehen. Und das könnten wirklich auch Kleinkinder machen und es ist Hackfresse und Arschgesicht. Kommen wir zu einem weiteren Zeichentrickfigurenpaar, wo zumindest ein Teil wirklich extremst hässlich ist. Eine Serie, die relativ spät am Abend auch noch auf Nickelodeon gelaufen ist, bevor Comedy Central den Abendpart von Nickelodeon übernommen hat. Es geht jetzt um die Ren und Stimpy Show. Genauer gesagt geht es nur um Ren. Es ist ein hässlicher, aggressiver, psychopathischer Chihuahua mit osteuropäischem Akzent, der zusammen mit einem verblödeten Kater in einem Haushalt wohnt. Erstmal ist das schon wieder eine so grandiose Idee, die auf jeden Fall einen Oscar verdient hätte. Leute, wie kommt man auf sowas? Ich würde mal gerne die Leute sehen, die hinter so einer Zeichentrickserie stehen und wie die auf diese Idee kommen. Wie sieht das aus? Ah, ich weiß was, wir machen sowas wie Tom und Jerry. Nur statt einer Maus nehmen wir einen aggressiven, hässlichen, psychopathischen Chihuahua. Das ist mal eine gute Idee. Nein, ist es nicht. Aber jetzt mal ohne Spaß, seht euch mal diesen Hund an. Wer lässt so einen Hund in seinen Haushalt? Wer kauft sich so einen Hund? Chihuahuas allgemein sind ja schon, das sind ja schon nicht mehr Hunde, die sind kleiner als eine Katze und die haben Schiss vor Katzen. Das ist blöd, aber trotzdem, dann sich noch so einen Hund anzuschaffen, dafür noch Geld zu bezahlen. Ganz ehrlich, wenn mir jemand so einen Hund wie Ren geben würde, der müsste mir Geld bezahlen, damit ich diesen Hund überhaupt nehme, damit er überhaupt leben darf. Ey, du wolltest doch gerne einen Hund haben, ne? Ja, wieso? Oh, cool, danke. Du hast mir echt einen Hund gekauft. Alter, wie geil bist du denn drauf? Ey, krass. Jetzt nichts gegen Hunde, aber trotzdem. Dieser Hund Ren ist einfach nicht süß. Hunde bzw. Chihuahuas können ja auch süß sein. Und das mögen ja auch gerade so It-Girls, so Paris Hilton und so. Die haben ja alle Chihuahuas, ne? Und die finden die auch extrem süß. Aber wenn man sich dann Ren anguckt, der ist einfach nicht süß. Also warum zeichnet man so eine Figur, wenn sie sowieso den Ziel seines Wesens quasi nicht trifft? Warum muss man einfach so einen ultra hässlichen Chihuahua nehmen, der einfach auch so psychopathisch ist, dass man sich nur so denkt, what the shit, was guckst du dir da gerade an? Und das habe ich mir nicht nur einmal gedacht, das habe ich mir 10.000 Mal gedacht, als ich um, keine Ahnung, 23.15 Uhr auf Nickelodeon diese Serie noch gesehen habe, obwohl ich am nächsten Tag zur Schule musste. Stellt euch mal vor, so ein Hund wie Ren würde bettelnd zu euch ankommen. Was würdet ihr machen? Ganz ehrlich, wenn ihr so einen Hund sehen würdet, weißt du? Ich kann nur eins sagen. Tor! Als nächstes möchte ich aber auch nochmal vor einem Charakter reden, der eigentlich nicht ganz so hässlich ist, aber den ich trotzdem einfach mal hier erwähnen möchte. Wir gehen jetzt mal zu SpongeBob Schwammkopf, eine Serie, die auch nicht so verstörend ist wie die anderen zwei, die ich bislang genannt habe. Es geht mir hier dabei um Thaddäus. Thaddäus Tentakel.
ein blassblauer Tintenfisch mit einer riesengroßen Nase in einem braunen Polohemd. Er ist dazu noch griesgrämig und total selbstverliebt ohne Ende. Was ist das überhaupt für eine Kombination? Eine Glatze, Griesgrämigkeit und eine braune Kleidung. So, alles schmarrn, Rest ist das neue Braun. Ach nein, dich wollte ich gar nicht ansprechen. Wenn man Thaddäus sieht, hat man wirklich grundsätzlich schlechte Laune. Und das Schlimmste, was ich finde, ist dieses ultra nervige Geräusch, wenn der geht. Die ganze Zeit dieses Watch, 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 Watch. Dieses Saugnapfgeräusch von Thaddäus. Es ist so extremst nervig. Stellt euch jetzt mal vor, ihr seid, keine Ahnung, einer von den Figuren in Bikini Bottom und ihr geht jetzt mit Thaddäus mal spazieren. Oder ihr macht einen 400-Kilometer-Lauf mit Thaddäus. Die ganze Zeit läuft er neben euch und die ganze Zeit dieses Geräusch. Watch, 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 watch. Leute, ich würde einen Ausraster kriegen, ganz ehrlich. Thaddäus. Manchmal möchte man einfach in den Fernseher schreien bei SpongeBob und sagen, Thaddäus, bitte bleib stehen. Bleib einfach still stehen, du nervst. Jetzt gehen wir aber mal wieder zu einer richtigen Kinderserie, die auch auf Nickelodeon, glaube ich, immer noch läuft oder auf Super RTL, so da um Dreh. Wir gehen jetzt mal zu Cosmo und Wanda. Es geht mir jetzt um Mr. Crocker, einen 53-jährigen, extremst boshaften, durchgeknallten Lehrer mit Buckel und Ohren am Hals. Ohren am Hals. Ohren am Hals? Wie kommt man denn auf sowas? Ist da irgendwie beim Zeichnen oder beim Kopieren irgendwie was runtergerutscht oder so? Wie kann es sein, dass man sich überlegt, dass ein Charakter Ohren am Hals hat? Man kann wirklich nicht sagen, dass es noch der Kopf ist. Es ist eindeutig der Hals. Wieso hat man Ohren am Hals? Was bringt einen das denn biologisch gesehen? Das bringt einen überhaupt nichts. Das ist einfach schwachsinnig. Überleg doch mal, da müsste am Hals ja der ganze Gehörgang noch entlang gehen. Das ist total albern und... Ohren am Hals, warum? Außerdem, nach der Schulzeit geht Mr. Crocker dauernd auf der Jagd nach den helfenden Elfen. Hat ein Lehrer nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit nach helfenden Elfen zu suchen? Es ist ja wirklich so, der Typ rastet immer aus, wenn er diese Worte hört. Oder ausspricht. Helfenden Elfen! Helfenden Elfen! Helfenden Elfen! Leute, da rastet man wirklich aus, jedes Mal. Wenn der diese Worte sagt, rastet der so extrem aus und man rastet selber vorm Fernseher aus, wenn man das sieht. Weil man denkt sich so, what the fuck, was ist das denn? Kleine Kinder mögen das vielleicht lustig finden, aber so mittelgroße Kinder, für die die Serie ja vielleicht auch noch ist, weil ganz kleine Kinder sollten ja eigentlich noch nicht mal unbedingt Fernsehen gucken, ne? Die sollten vielleicht lieber draußen spielen gehen oder so, wenn es schön ist. Dazu kommt noch eine extrem lächerliche Beschreibung. Mr. Crocker hat Angst vor entkeimter Milch. Entkeimte Milch. Leute, das ist schon wieder so eine Sache, wo ich gerne wissen würde, was geht in den Köpfen der Zeichner vor, beziehungsweise der Charakterbeschreiber vor, die sich gerade aufgeschrieben haben. Mr. Denzel Crocker hat Angst vor entkeimter Milch. Leute, wie kommt man drauf? Entkeimte Milch! Entkeimte Milch! Warum sollte man Angst vor entkeimter Milch haben? Es ist gut, wenn Keime daraus sind. Keime sind böse. Aber trotzdem, entkeimte Milch, das ist so eine schwachsinnige Idee. Und es ist, ein Kind würde das gar nicht rallen. Angst vor entkeimter Milch, ey, what the holy shit. Naja gut, das waren auf jeden Fall jetzt ein paar hässliche Figuren aus Zeichentrickserien, die ich so gerade mal ein paar herausgefunden habe. Und ich würde auch gerne mal eure Meinung dazu wissen. Schreibt doch gerne hier in die Kommentare drunter, was ihr davon lustig findet, was nicht, beziehungsweise was ihr davon genauso bescheuert findet wie ich. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder hier auf SCOVY einschaltet, wenn es wieder heißt SCOVY, ein neues Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein!